liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ich habe mal wieder ein neues Messer, aber nicht nur eins. Ihr könnt euch das sicher vorstellen. Ich habe hier das Tools for Gents Markus Reichert 104. Ich habe es einmal in Natural Canvas, in dem Ecru Micarta, dies helle, und ich habe es einmal in Braun. Mein braunes hier, das ist mein Favorit von der Optik her. Finde ich super cool mit dem gestrahlten Griff. Richtig feines Teil. Ist 42A konform, dürft ihr mit durch die Gegend schleppen. Liegt gut in der Hand, ist aber ein Messer für nicht so von der Griffbreite. Hier passen so 10er Hand, passt hier noch gut rein. Aber dann bei den ganz großen Pratschen könnte das ein bisschen enger werden. Dafür ist das Messer super kompakt und cool zu handeln. Ha, schreibt mal nachher in die Kommis rein, was ist euer Favorit von den Dingern? Würde mich mal interessieren, welche Farbe wäre für euch das Richtige? Ich habe das alte 103er, das habe ich schon in Weiß, in dem Ecru, und hier habe ich jetzt das Braune. Und ich habe jetzt, weil ich das andere schon habe, mal Braun für mich als Favoriten ausgewählt. Und wo ich dachte so, jo, mein neues, neuer Kontrast. Ja, die Messer sind cool. Die werden bei Fox in Italien hergestellt, haben echt eine tolle Verarbeitungsqualität und haben hier so eine quertragbare Bushcraft-Scheide. So könnt ihr die auf 90 Grad vor der Wampe jonglieren. Ja, die Dinger sind echt cool. Wisst ihr, ich mag gerne eigentlich diese Metallguards. Das ist was Schönes. Und das ist auch recht sauber gearbeitet bei diesen Messern. Also da hat man hier ziemlich... Ja, da siehst du keine Lichtspalte bei den Dingern. Doch, hier so ganz marginal. Aber es ist auch schwer zu machen. Das ist wirklich als Serienmesser wirklich so fein gearbeitet. Also da habt ihr so marginal. Da könnte man sagen, ja, da könnte man noch ein bisschen. Aber dafür ist dann auch irgendwann die Preisrange so, dass das, was man dann einfordert, den Preis nach oben so hart treiben würde, wenn man noch präziser da die Serienfertigung vorantreiben will. Diese Messer haben hier eine ordentliche Klingenstärke. Das ist nicht ein feiner Slicer, obwohl sie eigentlich, sagen wir mal so, recht fein runtergehen. Naja, sie sind stabile Messer, sie sind schwer, sie sind kräftig. Wer gerne kräftige Messer mag, hier ist das, der ist hier mit diesem 104er von Fox Knives richtig cool bedient. Diese hier sind diese Versionen, die wird es später nicht von Fox geben. Die kriegen dann bei Fox meist nur einen schwarzen Griff. Daher sind das hier die limitierten Versionen von Tools for Gents mit den verschiedenen Farben. Ja, Jimping ist drauf. Ich habe hier Jimping-Freunde. Es gibt das eine, ist wirklich... Wie würde ich das mal erklären? Jimpings. Das sind auch Designelemente um einem doch recht schlichten Messer. Und wir wollen ja mal ehrlich sein, das sind ganz schlichte, einfache Gebrauchsmesser von der Form her. Das ist ein Droppoint-Messer, ein Droppoint-Hunter. Ein ganz normaler Droppoint-Hunter. Und diese Daumenrampen sind auch echte Designelemente. Sie ist kräftig, sie ist auch nicht ganz zart. Muss man jetzt wissen, wenn du da Sparkassen-Lehrlingshände hast und deine Hände in Palmolief badest, dann könnte das sein, dass das vielleicht für dich ein bisschen kräftig ist. Aber sonst, ansonsten, der Griff ist der Knaller, ist der absolute Knaller, liegt super geil in der Hand. Ihr habt da zwei Riemenösen, da könnt ihr mit, es ist ja je nach Vorliebe, manche haben lieber hier oben die Öse oder unten, wo man das sein Fangriemen reinmachen möchte. Ja, ansonsten Droppoint. Für meinen Geschmack, ich mag ganz gern, wenn es ein bisschen, der Droppoint ein bisschen spitzer ist. Das hier ist mehr jetzt also auch als Jagdmesser auch prädestiniert, um wunderbar, um aus der Decke zu schlagen, um damit solche Arbeiten zu machen. Ich sehe hier viel
Ich sehe hier viel Jagdmesser drin, viel Outdoor-Messer, Campknife unter anderem auch, allein wegen des Gewichtes und der Stabilität. Ne, das sind hier fast 5 mm, sind das? Ja, 4,5 mm auf jeden Fall. Ich habe das jetzt nicht nachgemessen. Neolox. Neolox ist ein sehr, sehr herausragend guter Allround-Stahl. Kommt voll cool. Da habt ihr Zähigkeit, gute Schnitthaltigkeit. Meines Erachtens ist er einer der besten Allround-Stähle. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, zum Beispiel im Moment diese Mode mit CPM 3V und so ein Quatsch, ganz ehrlich, wenn mir dann einer das gleiche Messer in Neolox anbietet, dann sage ich sofort, gib mir das in Neolox. Von der ganzen Mache her, weil der Neolox schnitthaltiger ist als der 3V. Ja, ich habe hier so einen kleinen Birkenast für euch mal eben. Ne, das ist alles gut machbar, schneidet sehr, sehr gut. Ne, du hast hier, also das ist Standard. Ne? Das ist kein Schnitzmesser in der Form, das ist klar. Dafür ist das zu breit und zu wenig spitz. Das ist so ein Allround für Küche, für Jagd, für alles Mögliche. Und da würde ich das so einstufen. Wollen wir noch einen Reini Rossmann Power Cut machen? Ja? Ja, der Reini wäre jetzt stolz auf mich. Was hält ihr davon? Ja, was ich schön finde, ist, dass hier oben, seht ihr hier, die Grindline ist, sodass es ein bisschen akzentuierter wirkt. Dieser Millimeter macht jetzt auch nicht so viel aus in der Schneidleistung. Ne? Also es ist ein grundstabiles Messer, was ein ordentlicher, hat auch ein gutes Gewicht, hat einfach ein gutes Gewicht in der Hand. Ich persönlich, gerade im Vergleich jetzt mit UG-Tools, da ist ja gerade das Thema Leichtigkeit, wenn ich wenig schleppen will. Aber manchmal mag ich auch einfach, dass wenn ich selber Messer baue, die sind auch nicht immer leicht. Und dass ich so ein bisschen mehr Wucht habe und so weiter, das finde ich ganz gut. Ja, ein tothübsches Messer. Wie findet ihr das? Das ist einfach super schick. Und gerade hier mit Metallguard, diese Messer sind einfach selten geworden. Ne? Das ist alles nur noch mit Slap-Tanks und Mikata-Schalen oder sowas ganz drauf. Und daher finde ich das hier wirklich als Serienmesser richtig geil, dass es sowas mal gibt. Ja, cool. Sehr cool. Ja, das wär's auch schon wieder. Ich mache euch unten einen Link wieder rein zu Tools for Gents. Schöne Neuerscheinung. Markus Reichert, ich muss sagen, der hat einfach da ein gutes Designhändchen. Das ist es einfach. Seine ganzen Designs, die rausgekommen sind, sind bis jetzt alle sehr schön und ansprechend. Und gerade die Griffe von Markus, die taugen was. Da hast du richtig was in der Hand. Da hast du richtig satt, führig in allen Richtungen drehen, ziehen, wenden, seitwärts. Du kannst damit richtig toll arbeiten. Ja, so sieht das aus, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Close-up mache ich noch mal eben ran. Bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. This night requires songs on earth.